Gestern am Montag starb der einstige Formel-1-Fahrer Niki Lauda. Und auch hier auf diesem Kanal, obwohl es hier um Luftfahrt geht und nicht um die Formel 1, war Niki Lauda immer mal wieder ein Thema. Denn in Herrn Laudas Leben spielte die Luftfahrt doch eine durchaus große Rolle. Und auch wenn sich dieser Mann seinen Legendenstatus durchaus auf der Rennstrecke erfahren hat, unter anderem durch 3 gewonnene Weltmeisterschaften, Niki Lauda war trotzdem wirklich eine Persönlichkeit in der Luftfahrt. Warum er das war, das schauen wir uns heute mal ganz genau an. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Bekannt geworden ist Niki Lauda selbstverständlich durch seine beeindruckende Karriere als Rennfahrer in der Formel 1. Spätestens nach dem ersten gewonnenen Weltmeistertitel im Jahr 1975 war er im deutschsprachigen Raum als zielstrebiger, ehrgeiziger, aber auch sehr geradliniger und disziplinierter Sportler bekannt. Mit seinem brutalen Unfall ein Jahr später und seiner Rückkehr zurück in die Formel 1 als Rennfahrer nur 42 Tage nach dem Unfall erlangte er dann wohl weltweite Berühmtheit. Er konnte die Saison dann auch tatsächlich noch zu Ende fahren, zwar nicht als Weltmeister, aber dennoch erfolgreich. 1977, also wieder ein Jahr später, wurde er dann zum zweiten Mal Weltmeister. In seiner Freizeit widmete er sich aber bereits jetzt seiner zweiten Leidenschaft und das war das Fliegen eines Flugzeuges. 1979 trat Niki Lauda dann also als zweifacher Weltmeister erst einmal aus der Formel 1 zurück. Er fuhr dann zwar einige Jahre später noch einmal als Rennfahrer in der Formel 1 und gewann dann ja auch die eben angesprochene dritte Weltmeisterschaft. Das ist für seine Airline-Geschäfte aber jetzt nicht weiter interessant. Also 1979 zog er sich aus der Formel 1 zurück und widmete sich voll und ganz dem Unternehmerdasein und dem Flugzeugfliegen. Also gründete er eine eigene Fluggesellschaft und das zusammen mit einem Reiseveranstalter. Ermöglicht durch sein Eigenkapital konnte er aber natürlich die Mehrheitsanteile an dieser Fluggesellschaft halten und das war dann Lauda Air. Und auch wenn auf diesem Flugzeugen Lauda draufsteht, hat das nichts mit den Flugzeugen zu tun, auf denen heute Lauda draufsteht, aber dazu später mehr. Die Fluggesellschaft begann mit 2 gebrauchten Maschinen vom Typ Fokker F27. Das ist so, als würde man heute ein Taxiunternehmen eröffnen mit 2 alten gebrauchten Mercedes-Dieselfahrzeugen aus der Baureihe W201 oder sowas. Das mag auf der einen Seite mal ganz stilvoll aussehen, auf der anderen Seite ist das aber natürlich altes Gerät, mit dem sich Passagiere nicht wirklich effizient von A nach B bringen lassen und das sieht auch nicht wahnsinnig einladend von außen aus. Und das änderte sich dann auch nicht mit der dritten gebrauchten Maschine des gleichen Typs für Lauda Air. Gerade neben der großen Konkurrenz Austrian Airlines zu dieser Zeit, da konnte man nicht wirklich profitabel fliegen, konnte mit der Fluggesellschaft keinen Gewinn erzielen und musste aus dem Grund knapp 4 Jahre nach Gründung der Airline den Flugbetrieb auch schon wieder einstellen. Mit 2 zuvor in Rumänien geflogenen, also ebenfalls gebrauchten BAC 111, kam Lauda dann allerdings im Jahr 1985 zurück und stieg mit diesen beiden Flugzeugen in die Welt der Jets ein, was sich für kleine Fluggesellschaften zu dieser Zeit wirklich lohnen konnte, denn diese Jets waren bei vielen kleinen Fluggesellschaften, gerade bei neuen Fluggesellschaften, noch nicht so wirklich angekommen. So konnte Lauda Air somit als einer der ersten überhaupt die erste Gebrauchtflugzeugwelle der BAC 111 wirklich mitmachen. Dieser Flugzeugtyp blieb dann allerdings nur gut ein Jahr bei Lauda Air, denn diese Maschine hatte es der Fluggesellschaft endlich ermöglicht, einen wirklichen Platz am Markt zu finden. Gerade mit zusätzlichen Passagieren wurde dann zusätzliches Wachstum ermöglicht und Niki Lauda konnte sich die erste Boeing 737 besorgen. Ebenfalls ein gebrauchtes Flugzeug, denn diesen Flugzeugtypen sammelte man jetzt an jeder Ecke ein, wo man so ein Ding finden konnte. Und so leaste man beispielsweise von Transavia die erste Boeing 737 der Lauda Air, das war eine 737-200, ermöglichte sich dann aber wiederum mit diesem Flugzeug bald schon die erste eigene, neu gekaufte 737-300. Und damit war Lauda Air bei den modernen Flugzeugen angekommen. Mit diesen Flugzeugen ermöglichte man sich dann auch eine vernünftige Partnerschaft mit Austrian Airlines. Man konnte hier und da mal für die Fluggesellschaft einspringen, hier und da mal ein paar Strecken für die nationale Airline Österreichs übernehmen und so nahm man ein bisschen Spannung aus dieser Konkurrenzsituation raus. 1989 kam dann die erste Boeing 767-300ER, ein Langstreckenflugzeug, ebenfalls ein brandneues Flugzeug zum mittlerweile an der Börse gehandelten Lauda Air. Diese Maschine wurde allerdings keine 2 Jahre alt, denn das Flugzeug mit der Registrierung Oscar Echo Lima Alpha Victor, das war die Maschine, mit der Lauda Air die dunkelste Stunde in der Luftfahrtkarriere von Niki Lauda schrieb. Etwa 15 Minuten nach dem Start in Bangkok stürzte die knapp anderthalb Jahre alte Maschine mit 223 Menschen an Bord ab. Niemand an Bord überlebte das Unglück. Das ist bis heute das schwerste Unglück in der österreichischen Luftfahrtgeschichte und der einzige Absturz einer Boeing 767, der nicht auf einen klaren Pilotenfehler oder auf eine Entführung zurückzuführen ist. Bei diesem Flugzeug öffnete sich während des Steigfluges, kurz vor Erreichen der Reiseflughöhe, kurz vor Erreichen der Reisefluggeschwindigkeit, bei Mach 0,78 die Schubumkehr des linken Triebwerks.
Flugzeuges. Daraufhin frisst die Strömung an der Tragfläche des Flugzeuges ab und man geht davon aus, dass sich die Maschine aufgrund der hohen Belastungen in der Luft schon selbst zerlegte und daraufhin abstürzte. Bereits 10 Minuten zuvor hatten die Piloten vorne im Cockpit eine Fehlermeldung bekommen, die auf einen fehlerhaften Zustand am Reverser des linken Triebwerkes hinwies. Allerdings sollte dieser zu diesem Zeitpunkt des Fluges ja gar nicht vom System angesteuert werden. Eine Boeing 767 kann man auch durchaus mit einem geöffneten Reverser auf einer Seite natürlich nur fliegen. Dafür muss dann aber natürlich der Schub auf dem jeweiligen Triebwerk in den Leerlauf gesetzt werden. Dass die Maschine dann aber unter diesen Bedingungen landen kann, das haben die Piloten auch durchaus schon im Simulator gezeigt, allerdings in einer sehr viel günstigeren Situation. Dort befand sich die Boeing 767 der Lauda Air durch die hohe Flughöhe, durch die hohe Fluggeschwindigkeit und durch die Tatsache, dass sich die Maschine ja jetzt in einem Steigflug befand, was wiederum bedeutet, dass gerade ein sehr hoher Schub an den Triebwerken gesetzt ist, in einem höchst ungünstigen Zustand. Letztendlich kam man dadurch zu dem Schluss, dass die Piloten hier bei diesem Vorfall keine Chance mehr hatten. Die darauffolgenden Ermittlungen waren dann alles andere als geordnet und vernünftig. Das lief alles total chaotisch, total durcheinander. Der Flugzeughersteller Boeing musste dann bei den Reversern, bei der Schubumkehr ihrer Flugzeuge nachbessern, hat dann ein neues Isolation Valve, also ein neues Absperrventil, an der Schubumkehr eingebaut. Dieses fehleranfällige, nicht redundant ausgeführte Absperrventil war nämlich das Bauteil, für welches die Piloten kurz vor dem Absturz eine entsprechende Fehlermeldung bekommen hatten und Boeing musste auch noch die Verkabelung nachbessern. Das hat man dann gemacht und Lauda Air konnte sich dennoch nicht aus der Verantwortung rausziehen, denn man hatte die Boeing 767 trotz immer wieder in den letzten Wochen aufgetretener Fehlermeldungen für die Schubumkehr des linken Triebwerkes, trotzdem hat man das Flugzeug rausgeschickt. Die Techniker der Airline hatten immer dann an der Maschine gearbeitet, wenn halt gerade Zeit war, konnten den Fehler nicht beheben und trotzdem flog die Maschine mit den Urlaubern los, weil das Ding musste ja raus. Man hatte keine Reserve dafür. Lauda Air konnte trotz des Absturzes weiter wachsen. Bis 1994 übernahm Lufthansa knapp 40% an der Fluggesellschaft und ging mit der Airline quasi eine Partnerschaft ein. Ermöglichte der Fluggesellschaft daraufhin aber auch höchst interessante Routen, beispielsweise über München nach Los Angeles, und fütterte die Lauda Air mit ihren Kunden. Daraus wurde dann eine wirklich groß angelegte Partnerschaft zwischen Lufthansa, Lauda Air und Austrian Airlines. 1997 kam dann die erste Boeing 777 zur Lauda Air, ebenfalls ein brandneues Flugzeug. Und Niki Lauda, der die ganze Zeit alle Pilotenlizenzen, die er so kriegen konnte, oder alle Ratings für die entsprechenden Flugzeugtypen seiner Fluggesellschaft mitmachte, holte dieses Flugzeug, dieses erste Flugzeug vom Typ 777 für Lauda Air, höchstpersönlich aus Seattle ab. Niki Lauda selbst als Gründer der Fluggesellschaft zog sich dann aber im genau richtigen Moment aus der ganzen Nummer wieder raus. Und zwar dann, als die Fluggesellschaft finanziell angeschlagen war. Im Jahr 2002 übernahm Austrian Airlines die Lauda Air dann komplett und ließ diese Fluggesellschaft in sich aufgehen. Nur knapp ein Jahr später übernahm Niki Lauda dann aber die österreichischen Teile der insolventen deutschen Fluggesellschaft Aeroloid. Also er probierte es einfach noch einmal und machte daraus dann die Billigfluggesellschaft Niki. Von da an hatte er jetzt mit Airbus-Maschinen zu tun und er baute die Fluggesellschaft Stück für Stück auf. Nur knapp 2 Monate nach der Übernahme war aber auch schon Air Berlin zu einem Viertel an der Airline beteiligt, wenig später dann zu fast der Hälfte. Die Mehrheitsanteile lagen nämlich auch hier wieder bei Niki Lauda bzw. bei seiner eigenen Holdinggesellschaft. Unter der Fittiche von Air Berlin wurde Niki dann als Ferienflieger Stück für Stück immer weiter aufgebaut, bis zu einer Größe von knapp 30 Flugzeugen. Im Jahr 2011 zog sich Niki Lauda wieder aus der ganzen Nummer heraus, während seine Prozente Stück für Stück an Air Berlin übergeben wurden. Die Maschinen der Niki waren von nun an in Air Berlin Bemalung unterwegs und flogen mit dem kleinen Zusatz Operated by Niki durch die Gegend. Damit bot man dann die Urlaubsstrecken der Air Berlin an. Und spätestens jetzt erkennt man wohl so eine klitzekleine Strategie bei Herrn Niki Lauda. Er kauft günstig ein, macht etwas daraus, zieht sich dann im richtigen Moment aus der ganzen Geschichte wieder raus und verkauft das alles teuer. Das war jetzt also zum zweiten Mal passiert und das dritte Mal kam dann mit der Air Berlin Insolvenz. Die Fluggesellschaft Niki konnte nach der Air Berlin Insolvenz nicht mehr alleine dastehen, rannte ebenfalls in die Insolvenz und der Zuspruch für die Übernahme, der ging dann an Niki Lauda bzw. an seine mittlerweile gegründete, ebenfalls aus einer schon bestehenden Fluggesellschaft übernommene Lauda Motion. So wurde also jetzt aus der ehemals eigenen Fluggesellschaft eine gute, günstig zu habende Möglichkeit, günstig zu kaufende Möglichkeit für ein drittes, neues, großes Airline-Projekt. Und so machte man aus der einstigen Business-Fluggesellschaft Lauda Motion, deren Global 6000 Niki Lauda auch gerne mal höchstpersönlich zu den Moderator- bzw. Reporter-Events bei der Formel 1 auf RTL flog und dort als Markenbotschafter von Bombardier interessierten Kunden das Flugzeug präsentierte, so machte man aus dieser Fluggesellschaft jetzt eine Ferienfluggesellschaft. Also Lauda Motion.
Die neue Lauda Motion ging jetzt also mit den Start- und Landerechten und ein paar verbliebenen Mitarbeitern der Niki sowie 9 übrig gebliebenen, mittlerweile der Lufthansa gehörenden Flugzeuge wieder an den Start. Keine 8 Wochen nach dem Zuschlag für die Übernahme durch Niki Lauda bekam Ryanair 25% dieser Fluggesellschaft. Wenige Monate später waren es dann bereits 75% und mittlerweile ist Lauda Motion eine 100%ige Tochter der irischen Billigfluggesellschaft. Mit anderen Worten, Niki Lauda zog sich auch hier wieder schnellstmöglich aus der ganzen Nummer raus. Die Lufthansa-eigenen Maschinen werden mittlerweile an die größte deutsche Fluggesellschaft zurückgegeben, während man eigene Airbus-Maschinen least. Und Ryanair-Chef Michael O'Leary möchte aus der Lauda Motion in den nächsten 10 Jahren die größte Fluggesellschaft in Österreich machen. Niki Lauda stand für sein ganz klassisch unternehmerisches Verhalten. Kaufen, aufbauen und dann wieder teuer verkaufen. Mittlerweile schon wirklich häufiger bei seinen eigenen Fluggesellschaften in der Kritik. Aber gerade zuletzt bei Lauda Motion sicherte die groß angelegte Partnerschaft bzw. jetzt letztendlich natürlich die Übernahme durch Ryanair sicherlich auch das Überleben der kleinen österreichischen Fluggesellschaft. Also das war in vielerlei Hinsicht auch einfach clever, was da gemacht wurde. Nichtsdestotrotz, obwohl der Name dieses Mannes schon in vielerlei Form auf vielen verschiedenen Flugzeugen stand und auch heute noch auf einigen Maschinen draufsteht, er zog sich dann doch immer recht schnell aus der ganzen Nummer wieder raus und blieb nie bis zum Ende. Was bleibt, sind natürlich dennoch zahlreiche Gedanken und Erinnerungen an einen legendären Rennfahrer selbstverständlich, aber auch an einen disziplinierten, zielstrebigen, mal mehr, mal weniger erfolgreichen Luftfahrtunternehmer. In diesem Sinne viel Kraft allen Verwandten und Freunden in dieser schweren Zeit. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei, wie immer. Ich freue mich über Feedback zum Video und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.